Triggerwarnung. Das nachfolgende Video kann auf einige verstörend wirken. Nein, ich nicht, aber mein Freund hat seine kleine Schwester mit einem Telefonkabel gewürgt, als sie noch klein waren. Dadurch hat sie einen permanenten Hirnschaden erlitten. Heute bei Fragenswerte Fragen beantwortet die Community die Frage, ob du schon mal ein Leben ruiniert hast und was war die Geschichte dahinter. Wenn euch dieser Inhalt gefällt, drückt den Gefällt mir-Knopf und lasst ein Abo da. Ihr helft mir damit ungemein, weitere Videos zu produzieren. Ich habe meinen Freund dabei erwischt, wie er mich mit einem Mädchen betrogen hat. Später schickte er mir Bilder von ihr mit gespreizten Beinen und ein weiteres mit einer äußerst unschmeichelhaften Aufnahme ihrer Brust. Am Ende habe ich eine gefälschte E-Mail erstellt und sie an alle geschickt, auch an ihre Mutter. Es war in einer Kleinstadt. Wir hatten eine Mitarbeiterin, deren einzige Aufgabe darin bestand, diese Tabelle zu verwalten. Um sie zu entlasten, schrieb ich ein umfangreiches Excel-Makro, das ihr 8 Stunden Arbeit in 30 Sekunden abnahm. Anstatt eine neue Aufgabe für sie zu finden, feuerte der Chef sie, und ich wurde zum Mitarbeiter des Monats gekürt und erhielt eine Prämie von $750 dafür, dass ich dem Unternehmen durch die Abschaffung ihrer Stelle Geld gespart hatte. Edit, mit gesamter Arbeit, meine ich jeden Tag. Ich habe alle ihre Aufgaben vollständig durch ein Excel-Makro ersetzt. Sie wurde durch ein Makro ersetzt. Ich weiß nicht, ob das als Ruinieren zählt, aber in der 10. Klasse brachten mein guter Freund, Nachbar und ich Weinkühler mit in die Schule. Sie waren Überbleibsel von einer Grillparty. Ich, sie und 3 bis 5 andere haben sie den ganzen Tag über heimlich getrunken. Während des 3 Blocks wurde ich ins Büro des Rektors gerufen und natürlich flippte ich total aus. Der Direktor kommt herein und stellt den leeren Weinkühler auf seinen Schreibtisch. Zu diesem Zeitpunkt bin ich kurz davor, mir in die Hose zu pissen. Sobald er den Mund aufmacht, gerate ich in Panik und schiebe alles auf meine Freundin. Ich habe sogar Erklärungen geschrieben, die bestätigen, dass das, was ich gesagt habe, wahr ist. Außerdem habe ich alle verpfiffen, die getrunken haben, auch die, die nur einen Schluck genommen haben. Wir wurden alle zu einem Drogentest gebracht und meine Eltern waren wütend. Später, nachdem ich allen erzählt hatte, dass meine Freundin diejenige war, die sie verpfiffen hatte, nicht ich, sprachen alle nicht mehr mit meiner Freundin. Sie wurde sogar aus der Fußballmannschaft geworfen. Fußball war das Leben der Mädchen. Das Beschissene daran, die Mutter meiner Freundin war so wütend und beschämt über ihr Verhalten, dass sie ihre Sachen packte und Gott weiß wohin zog, ohne ein Wort zu irgendjemandem. Bis heute fügt mich meine alte Freundin nicht auf Facebook hinzu und antwortet nicht einmal auf Entschuldigungsnachrichten. Antwort darauf. Du bist irgendwie scheiße. Zweite Antwort darauf. Ich würde sagen, dass sehr viel ist scheiße ist. Rache, Unfälle, sogar zufällige Handlungen von Idioten sind alle scheiße, aber so eine Show von Rückgratlosigkeit ist unerträglich. Ich habe absichtlich dafür gesorgt, dass der Mann, der mich in der Mittelschule unter Drogen gesetzt und vergewaltigt hatte, für 12 Jahre ins Gefängnis kam und als Sexualstraftäter registriert wurde. Als er auf Bewährung entlassen wurde, konnte er keinen Job finden, und eines Tages ging ich beim Einkaufen an einem Obdachlosen vorbei, der mich mit Obszönitäten anschrie. Das war er. Später wurde er erneut inhaftiert, weil er ein Stück Pizza gestohlen hatte, was sein Strafregister noch länger werden ließ. Ich war rachsüchtig und jetzt zufrieden. Edit. Einem befreundeten Polizisten zufolge war die 2. Verhaftung für den Diebstahl, die Inhaftierung aber für den Aufenthalt in der Nähe von einer Grundschule. Ein Freund von mir vergewaltigte ein minderjähriges Mädchen, als wir auf dem College waren. Ich glaubte nicht, dass es das erste Mal war, dass er es getan hatte. Sie wollte nichts sagen, also rief ich später in der Nacht anonym die Polizei an. Sie sprach mit ihnen, er wurde verhaftet, ich weiß nicht, was danach geschah, denn wir haben den Kontakt verloren. Aber hoffentlich war sein Leben ruiniert. In der Mittelschule gab es einen Tyrannen, der es speziell auf mich abgesehen hatte, und nur auf mich. Er war einer dieser Tyrannen, die vorgaben, dein Freund zu sein. Er nutzte die Tatsache, dass ich das neue Kind war und keine Freunde hatte. Er hat mich manipuliert und gelogen, indem er sagte, dass andere Kinder Scheiße über mich reden würden, damit ich nicht versuchen würde, mit ihnen befreundet zu sein, während er gleichzeitig Lügen über mich verbreitete, damit die Leute mich nicht mögen würden. Er schlug mich, weil er 20 Kilo schwerer war als ich, und beschimpfte mich so lange, bis ich selbst nichts mehr von mir hielt. Eines Tages ging er zu weit und warf mich wahllos zu Boden, um mich zu verprügeln, und stand dann über mir und sagte mir, ich sei scheiße und solle mich umbringen. Ich rastete aus, sprang auf und verpasste ihm den härtesten Ellbogen aller Zeiten auf die Nase und brach sie. Dann habe ich ihm noch 6 weitere Schläge verpasst, bis sie nur noch ein Scherbenhaufen war. Ich bin zwar von der Schule geflogen, aber er hat ein permanentes, kaputtes Gesicht und wurde von allen in der Schule wie ein Arschloch behandelt,
bis er in eine Depression verfiel und anfing, Drogen zu nehmen. Das Letzte, was ich hörte, war, dass er die Schule abbrach und schwer drogenabhängig war. Ich bin nicht stolz darauf, dass ich sein Leben versaut habe, aber er hat es nicht anders verdient. Ich bin jetzt auch emotional viel reifer und selbstbewusster. Ich würde nicht sagen, dass ich sein Leben ruiniert habe, aber wahrscheinlich habe ich ihn aus Versehen für immer gezeichnet. Während einer Kunststunde in der dritten Klasse lachten mein Freund und ich ununterbrochen darüber, wie lustig unsere Bilder waren. Er stand auf, um sein lustig gezeichnetes Bild von irgendetwas zu zeigen. Ich hatte die geniale Idee, einen Bleistift aufrechtzuhalten, und er setzte sich praktisch perfekt darauf, und das nächste, was ich wusste, war, dass er nach seiner Mutter schrie und ein Bleistift in seinem Hintern steckte. Erstaunlicherweise waren wir immer noch befreundet, bis er auf eine andere Schule wechselte. Aber ich glaube nicht, dass er sich jemals mehr wohlfühlte, wenn er sich hinsetzte. Es war ein Unfall. Ich habe versehentlich die Eltern meiner pakistanischen Mitbewohnerin, die kurz vor einer arrangierten Ehe stand, wissen lassen, dass sie eine sexuelle Beziehung mit einem jüdischen weißen Jungen hatte, als ich sie in unser Wohnheimzimmer ließ, wo die Mitbewohnerin und ihr Freund gerade Sex hatten und er sich mit meinem Waschlappen streichelte. Ihre Eltern zogen sie vom College ab. Nicht gerade ruiniert. Aber ich bin sicher, dass es ihre Beziehung dauerhaft beeinträchtigt hat. Ich war über 7 Jahre mit diesem Mädchen zusammen und sie hat mich aus heiterem Himmel abserviert. Kein Streit, wenig Diskussion, keine Optionen. 3 Jahre später postet sie ihre Verabredung zum Jahrestag mit dem neuen Mann, jetzt ihr Verlobter, T, und der Jahrestag war vor dem Zeitpunkt, als sie mir den Laufpass gab. Ich schickte ihr eine E-Mail und bat sie um eine Erklärung. Sie antwortete folgendermaßen: Das ist nicht wirklich unser Jahrestag, aber wir sind beide so beschäftigt. Er ist nicht der Grund, warum wir uns getrennt haben. Ich weiß, es kam dir plötzlich vor, aber ich bin nie über den Streit hinweggekommen, den wir Monate zuvor hatten. Ich zitiere genau das hier: Ich vermisse dich mehr, als du je wissen wirst. Aber ich sehe, dass du immer noch wütend auf mich bist, und das macht mich für uns beide traurig. Ich wartete ein paar Wochen und leitete dann die gesamte E-Mail an ihren Verlobten weiter. Ich vermute, er war genauso schockiert wie ich, dass die Feier zum Abendessen nicht an ihrem Jahrestag stattfand, dass er nicht der Grund für unsere Trennung war und dass sie mich in ihrem Leben vermisst. Und ich vermute, dass er ihr nie wieder so viel Vertrauen schenken wird. Irgendwie schon, aber der Kerl war so ziemlich bereits auf seinem eigenen Weg der Selbstzerstörung, also kann ich nicht sagen, dass ich völlig verantwortlich war. Allerdings waren meine Handlungen sicherlich ein Katalysator. Zunächst einmal sollte ich sagen, dass ich ein heterosexueller Mann bin und dass ich die Vorfälle während des ersten Studienjahres an einer privaten Top-20-Universität, nicht Ivy, aber nahe dran, ereigneten. Ich hatte den Mann, den ich der Anonymität halber einfach Ben nennen werde, in meiner ersten Woche dort kennengelernt. Er wohnte in meinem Wohnheim am Ende des Flurs. Er schien ganz normal zu sein, denn ich war der naiven Annahme, dass, weil es so schwer war, an der Universität aufgenommen zu werden, alle Studenten dort bei klarem Verstand waren. Doch die Dinge wurden bei diesem Jungen ziemlich schnell ziemlich seltsam. Als erstes fiel mir sein großes Sortiment an verschreibungspflichtigen Medikamenten auf. Ich wollte nicht neugierig sein, welche Krankheit er hatte, aber seine Augenlider waren immer halb geschlossen. Er hatte immer einen leicht bekifften Gesichtsausdruck und gluckste viel. Er war besessen von Sport und Fitness und wurde oft in den frühen Morgenstunden bei Hampelmännern vor dem Wohnheim gesehen. Leider war dieser Junge auch ziemlich besessen von mir. Das war irgendwie beängstigend. Unser Wohnheim war sehr gemeinschaftsorientiert, und meine Mitbewohner ließen oft die Tür offen. Oft kam ich vom Unterricht nach Hause und fand Ben schlafend in meinem Bett. Auch suchte er mich zum Beispiel in der Bibliothek auf, wo ich gerade lernte, und beanspruchte einen Großteil meiner Zeit. Zuerst war ich ein bisschen genervt davon, aber ich versuchte, freundlich zu sein. Richtig seltsam wurde es aber, als ich anfing, mich mit einem Mädchen zu treffen. Ben hatte angeblich eine Fernbeziehung mit einer Freundin zu Hause. Ich dachte, er sei heterosexuell, aber er hing oft mit anderen schwulen Studenten in meinem Wohnheim herum. Ich machte mir nicht viel daraus, denn es waren nette Jungs mit anderen heterosexuellen männlichen Freunden. Ben wurde jedoch wütend, wenn ich Zeit mit meiner Freundin verbrachte. Wenn ich mit ihr ausging, schrieb er mir lange, mit Schimpfwörtern gespickte E-Mails, in denen er mir mitteilte, was für ein Stück Scheiße ich sei. Ich überlegte, ob ich meinen Anwalt darüber informieren sollte, aber ich wollte keinen Aufstand machen. Das Verhalten wurde jedoch nur noch seltsamer. Ich sagte ihm ständig, er solle nicht in mein Zimmer gehen, wenn ich nicht da war, aber er ging immer rein und machte sich an meinen Sachen zu schaffen. Nach dem Unterricht fand ich ihn immer wieder schlafend in meinem Bett. In der Woche, in der ich ihn schließlich anzeigte, hatte er mir eine Schlaftablette in meine Limonade geschüttet und begann, mich im Badezimmer zu beobachten, während ich es benutzte. Der letzte Strohhalm war, als er zu mir kam, als ich duschte und versuchte, meinen Penis zu berühren. Ich musste ihm einen Schlag auf die Brust versetzen, damit er aufhörte.
Als Mann fühlte ich mich seltsam dabei, aber ich meldete ihn schließlich bei meinem Anwalt. Ich wusste nicht genau, was daraufhin passieren würde, aber die Universität hat eine Nulltoleranzpolitik bei sexueller Belästigung. Er wurde daraufhin gezwungen, in ein anderes Wohnheim zu ziehen. Ich dachte, dass sich die Dinge von selbst regeln würden und dass wir beide mit unserem Leben weitermachen könnten. Aber die Sache wurde nur noch seltsamer. Nicht einmal eine Woche nach seinem Auszug wurde er dabei ertappt, wie er auf dem Fenstersims stand und mit Selbstmord drohte. Er sprang nicht, Gott sei Dank, aber seine Eltern wurden informiert. Sie zogen ihn schließlich von der Universität ab. Ich habe ihn nie wieder gesehen, denn er kam nie wieder an die Universität zurück, zumindest nicht in den 4 Jahren, die ich dort war. Um ehrlich zu sein, hatte ich kein Mitleid mit ihm. Ich war froh, dass er nach Hause ging, denn er war mir wirklich unheimlich, und es klang, als hätte er psychische Probleme, die er erst einmal in den Griff bekommen musste. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder vorbeigeschaut habt. Abonniert den Kanal, gebt uns ein Like und schaltet auch morgen wieder ein.